Aua. Die Fußballer des 1. FC Nürnberg werden heute Abend hoffentlich nicht so überheblich sein, denn nach dem Zweitliga-Debakel mit dem 1:5 bei Greuther Fürth tritt das Team von Trainer Valerien Ismael heute in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde beim Drittligisten MSV Duisburg an und will, so der Nürnberger Trainer, zurück in die Erfolgsspur. Jetzt, es geht darum, dass wir jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, jetzt ein bisschen das Scheiß gebaut haben, denn die Lage ist jetzt so, aber jetzt im Fußball, wenn du in so einer Situation bist, wenn du raus aus dieser Situation bist, musst du schnell zurück in der Folgespur kommen und das haben wir die Möglichkeit in der DFB-Pokal und das ist unser Ziel, dass wir schnell wieder Erfolg haben. Der DFB-Pokal mit dem Club aus Nürnberg heute Abend zu Gast beim MSV Duisburg ab 20 Uhr immer wieder live zu hören, hier bei uns im Programm auf B5 aktuell. Und Tennisprofi Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Cincinnati als letzte deutsche Spielerin ausgeschieden. Die Nummer 7 der Weltrangliste aus Kiel unterlag nämlich im Achtelfinale Caroline Wozniacki mit 5:7 und 2:6. B5 aktuell. A8 München Richtung Stuttgart zwischen Dasing und Friedberg. Ein Unfall auf der linken Spur. Die Unfallstelle liegt direkt hinter einer Kuppe. Servicebahn wegen einer Stellwerksstörung in Forchheim können momentan zwischen Hirscheid und Erlangen keine Züge fahren. Alle Züge und die S1 werden an den jeweiligen Bahnhöfen zurückgehalten. Es kommt zu Verspätungen von bis zu einer halben Stunde. Einzelne Züge können auch ganz ausfallen. Überwiegend bewölkt. Im Tagesverlauf nehmen Regen und Gewitter zu. Die Höchstwerte zwischen 15 und 18 Grad. In der Nacht bei wechselnder Bewölkung weniger Regen bei Tiefstwerten um 10 Grad. Und die weiteren Aussichten? Auch morgen ist es unbeständig mit Höchstwerten bis 19 Grad. In den Folgetagen bessert sich das Wetter. Besonders im Süden Bayerns kann es auch länger sonnig sein. Die Höchstwerte zwischen 18 und 22 Grad. Katholiken in Bayern feiern Maria Himmelfahrt, gleich mehr in B5 Bayern. In der US-Stadt Ferguson hat jetzt die Bundespolizei das Sagen. Grund sind Ausschreitungen nach dem Tod eines schwarzen Jugendlichen. Der B5 Hintergrund um 20 nach 7. Ministerpräsident Maliki tritt zurück. Bundeswehr startet Hilfsflüge in den Irak. Österreichischer Investor Benko übernimmt Karstadt. Das Wetter regnerisch bei 15 bis 18 Grad. Im Studio Tanja Suka. Guten Morgen. Im Irak ist ein Ende der politischen Blockade in Sicht. Iraks Ministerpräsident Maliki hat sich dem Druck aus dem In- und Ausland gebeugt und seinen Rücktritt erklärt. Der Politiker kündigte an, er wolle seinen Nachfolger Abadi unterstützen. Die sunnitische Minderheit im Land wirft Maliki seit langem eine einseitige Politik vor. Zuletzt fehlte dem Ministerpräsidenten auch die Unterstützung der eigenen Leute. Tagelang hatte Huri al-Maliki um sein Amt gekämpft, hatte seine wachsende politische Isolation nicht wahrhaben wollen. Nun wandte er sich in einer Ansprache an sein Volk und begründete seinen Amtsverzicht mit der Rücksichtnahme auf die Bildung einer neuen Regierung und die Interessen des Landes. Vor wenigen Tagen noch ließ al-Maliki machtüber sogar Panzer auffahren. Nun erklärte er, Gewalt sei nie eine Option gewesen. Vor seinem Nachfolger Haider al-Abadi liegen jetzt äußerst komplizierte Koalitionsverhandlungen. Er muss die tief zerstrittenen Volksgruppen des Landes in einer Einheitsregierung zusammenbringen, die dann auch alle Iraker akzeptieren können. Im Norden des Landes spitzt sich die humanitäre Lage von geschätzt bis zu 800.000 Flüchtlingen immer weiter zu. Die Menschen, die teils tagelang unter sengender Sonne liefen, um der Terrormiliz Islamischer Staat zu entkommen, leiden nun vielfach an Flüssigkeitsmangel und sind völlig entkräftet. Aus Kairo, Tim Aßmann. In Brüssel kommen heute Mittag die EU-Außenminister zusammen, um über die Lage im Irak zu beraten. Auf der Sondersitzung wollen die Staaten ihre Hilfsmaßnahmen abstimmen. Frankreich hat bereits angekündigt, es wolle die kurdischen Kämpfer im Irak mit Waffen unterstützen. Aus Deutschland werden heute erste Hilfsflüge ins Krisengebiet starten.
Es geht um humanitäre Hilfsgüter wie Medikamente, Lebensmittel und Decken. Vier Transall-Flugzeuge sollen sie vom Militärflugplatz Hohn in Schleswig-Holstein nach Erbil im Nordirak bringen. Dort sollen, nach Informationen des Verteidigungsministeriums, die Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen die Lieferungen in Empfang nehmen und die weitere Verteilung gewährleisten. Unterdessen hält in Berlin die Diskussion darüber an, ob Deutschland die Kurden im Irak in ihrem Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat mit Waffenlieferungen unterstützen soll. Bundeskanzlerin Merkel schließt dies ebenso wenig aus wie ihr Außenminister Steinmeier. In einem Gespräch mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung erklärte Merkel, dass bei den Überlegungen der Bundesregierung deutsche Sicherheitsinteressen ein Kriterium seien. CSU-Generalsekretär Scheuer schlägt vor, dass Deutschland Panzerabwehrraketen vom Typ Mila liefern könnte. Diese Hilfe zur Selbstverteidigung könne ein guter Beitrag sein. Bislang plant die Bundesregierung lediglich defensive Militärgüter zu liefern, aus Sprengfallendetektoren oder Schutzwaffen. Der angeschlagene Wagen aus Kinzig-Karstadt wechselt erneut den Besitzer. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks wollen der österreichische Immobilieninvestor Benko alle Anteile des Traditionsunternehmens zu einem symbolischen Preis. Ich will auch einen Kaufhaus für 1 Euro machen. Kaufen. Alle
kann er bleiben, wenn er will. Fahrradfest, immer mit Fernlicht und Pfeife Lutscher. Wollen wir Eisern am Pony oder was? Gütersloh, Mercedes-Fahrrad. Alles klar. Packung. Toll, danke. Hier auf oder mache ich das drüben auf?
Rauchentwicklung aus dem Dach des Hauses gemerkt und der Rettungsleitstelle gemeldet. Die Feuerwehren aus Bamberg und der näheren Umgebung konnten eine Ausbreitung des Brandes verhindern und im Laufe des gestrigen Abends löschen. Menschen waren durch das Feuer nicht gefährdet. Noch etwa eine Stunde vor dem Brandausbruch waren Bauarbeiter in dem Anwesen. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Schaden an dem Haus mindestens bei rund 100.000 Euro liegen. Beamte der Bamberger Kriminalpolizei haben die Ermittlungen vor Ort übernommen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Stimmung ist zumeist freundlich an den asiatischen Börsen. Die Kurse folgen den positiven Vorgaben aus New York, wo Dow Jones und Nasdaq gestern jeweils 0,4% zugelegt hatten. Und so gewinnt der Shanghai Composite zur Stunde 0,8%, der Hang Seng in Hongkong 0,7%. Mit Seoul steht nur ein kleines Plus von 0,1% zu Buche. Die Aktie von Samsung ist hier leicht um 0,2% gesunken. Der koreanische Smartphone-Hersteller hat mitgeteilt, das amerikanische Startup-Unternehmen SmartThings zu übernehmen. Das stellt Software für Smartphones her, mit der man vernetzte Geräte kontrollieren kann. Dabei geht es darum, Heizungen und Lampen fernzusteuern. Auch Apple und Google sehen in der Verknüpfung von Haustechnik mit dem Internet eine Technik der Zukunft. Ein Kaufpreis für SmartThings wurde nicht genannt, man munkelt aber von einer Summe von mehr als 200 Millionen Dollar. Wenig verändert zeigt sich zur Stunde der Nikkei-Index an der Börse in Tokio. Der Euro notiert mit einem Dollar 33,65. Monika Stiel, B5 Börse. B5 aktuell. Verkehrsservice. A8 München Richtung Stuttgart zwischen Dasing und Friedberg. Ein Unfall auf der linken Spur. Die Unfallstelle liegt direkt hinter einer Brücke. Das Wetter in Bayern. Überwiegend bewölkt ist es heute im Tagesverlauf. Hallo, jetzt heute. Gute Ohren. Die Höchstwerte zwischen 15 und 18 Grad. In der Nacht wechselnde Bewölkung, weniger Regen und Höchstwerte um 10 Grad. Die Aussicht. Auch morgen ist es unbeständig mit Höchstwerten zwischen 14 und 19 Grad. In den folgenden Tagen. Persönlich bin ich im Mittel auf der Standspur. Yeah.